Russische Lenkbomben haben am Wochenende ein Wohnhaus in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw getroffen. Dabei wurden 3 Menschen getötet und 38 verletzt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj hat Russland die Ukraine allein in den vergangenen 3 Wochen mit mehr als 2400 Lenkbomben angegriffen. Er rief die Verbündeten abermals zur Unterstützung auf. Russische Kampfflugzeuge müssten dort zerstört werden, wo sie sich aufhalten. Das Pentagon hatte der Ukraine zuletzt den Einsatz von US-Waffen gegen Ziele im russischen Hinterland erlaubt.